Die SG Neukölln lädt wie gewohnt zu Spiel, Spaß und Wettkampf ins Sportbad Britz. Der 21. internationale Sportbadpokal beheimatet am Pfingstwochenende Teilnehmer aus ganz Deutschland und 4 weiteren Ländern. Wir sind aus Durup in Dänemark, das liegt im Süden Dänemarks. Wir sind den weiten Weg gereist, weil wir sowas jedes Jahr machen. Das Highlight ist natürlich der Schwimmwettkampf, aber die Stadt ist auch sehr schön. Nicht nur die Dänen treten eine lange Reise für den Sportbadpokal an. Auch Mannschaften aus Litauen und Polen haben den Weg nach Südberlin gefunden. Sabrina Strobel vertritt die Schweizer Landesfarben und genießt jede Sekunde des Wochenendes in Berlin. Es ist ein cooler Wettkampf, also es ist gut veranstaltet und es macht einfach Spaß, mal in einem anderen Land zu schwimmen. Der Sportbadpokal steht für ein internationales Zusammenkommen und ist für die Kids die perfekte Kombination aus Freizeit und ihrem Lieblingssport. Es ist halt ein internationaler Wettkampf, es ist eine sehr schöne Veranstaltung und es macht halt sehr viel Spaß, hier mitzuschwimmen und hier zu zelten. Also ich finde es toll, hier einfach zu sein. Mir macht es sehr viel Spaß hier, vor allen Dingen auch so viele Sachen zu schwimmen. Abgerundet wird die Veranstaltung neben dem Wettkampf durch ein bunt gemischtes Rahmenprogramm für jedermann. Ob Kickerturnier im Doppel, Austoben im Nebenbecken oder Streetdance-Einlage des zweifachen deutschen Streetdance-Meisters, der Cap Lights, vollster Spaßfaktor im Sportbad Britz. Das Besondere ist, dass so viele Menschen aus anderen Ländern hier zusammenkommen und schwimmen und dass wir auch in einer Gemeinschaft zelten. Ich finde, dass es hier auch so für kleinere Kinder was gibt. Ja, wir bemühen uns hier sehr, dass sowohl Sport und auch Spaß, Freizeit hier voll aufeinander abgestimmt sind. Deswegen haben wir unsere Festwiese. Die perfekte Mischung aus Freizeit und Sport, der 21. internationale Sportbadpokal der SG Neukölln.